Der Bolzen ist drinnen. Das Rad rührt sich. Ja, wenn der Bolzen drin ist. Der Bolzen ist drinnen. Ja, dann tun raus. Das Rad rührt sich nicht. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses Besuch. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses Besondere. Das wäre kein guter Ver. Das Rad rührt sich nicht. Hey, ich kriege noch immer keine Nachricht. Alter! Ich habe hier eine für Sie. Aber leider können Sie meine Hand gerade nicht sehen. Wie wär's, wenn du jetzt diesen Bolzen, den du da schon... Es ist das Rad an der Tür. Der Bolzen ist drinnen. Der Bolzen ist drin. Ich habe gerade eine offene Tür verriegelt. Seltsam, aber doch irgendwie faszinierend. Warum hat er das jetzt erst gemacht? Für die Beamten muss das reichen. Jetzt ist die Türe offen, jetzt kommen wir da auch rein. Das Gewicht der Tür klemmt ihn fest. Das Gewicht der Tür klemmt ihn fest. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. Zu viel Luftdruck. Zu viel Luftdruck, zu viel Luftdruck. Dann müssen wir jetzt den Luftdruck von der Karte irgendwie verringern. Der sucht doch jedes Mal was anderes hier aus, hä? Hey. Dieses Kartenspiel sieht etwas abgenutzt aus. Andererseits, ich sehe genauso aus und kenne weniger Damen. Danke, aber ich habe Solitär auf meinem Computer, Manny. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Okay. Jetzt haben wir den Luftdruck verringert, oder? Praktischerweise. Mercedes Colomar, Kundennummer 9308.
An Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut, wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Colomar. Du bist genau die Richtige für mich. Glottis, bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Das war ein Firmenwagen. Oh yeah, und jetzt ist er richtig firm. Befreien. Juhu! Okay. Let's rock and roll, baby! Wie geil. Ich hab das eigentlich schon komplett vergessen gehabt, aber wie geil. Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um ihr Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet eine Menge Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche, ich kann es in Ihren Augen sehen. Und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera. Das Einzige, worauf ich anspiele, ist, dass ich so gut wie gefeuert bin. Habe ich etwas falsch gemacht? Sind Sie sicher, dass Sie Mercedes Colomar sind? Ja. Möchten Sie meine Mutter mal sehen? Klar. Klar. Wo ist es? Da, wo ihr Jungs meine Haut hingepackt habt. Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe. Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten. Nie einen umgebracht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe nie jemanden umgebracht. Oh. Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Tierquäler. Niemals. Ich liebe Tiere. Ich habe ich einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Steuerhinterziehung. Wie steht es mit Steuerhinterziehung? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Steuern gezahlt. Weil ich nie genug verdient habe, um besteuert zu werden. Die meiste Zeit habe ich ehrenamtlich gearbeitet. Aha. Okay. Waren Sie eine große Nummer unter den Ladendieben? Naja, man hat mich einmal verdächtigt. Wirklich? Aber ich war unschuldig. Das Hühnchen ist mir aus dem Laden nachgelaufen. Oh. Haben Sie jemals Ihren Mann betrogen? Mr. Calavera, sehen Sie einen Ring an meinem Finger? Nein, aber auch keine Haut. Tja, dann werden Sie mir einfach glauben müssen. Umweltverschmutzung. Oh, Manny, fällt Ihnen denn nichts Besseres ein? Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann, Meche. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas anstelle? Ich fürchte nein. Tut mir leid. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Entschuldigen Sie mich. Ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. Okay, was... Was können wir mit der machen? Ich begreif's einfach nicht. Wieso finde ich nichts Positives über Michi? Das ist eine gute Frage. Ich arbeite noch an Ihrem Fall, Michi, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Vielleicht bin ich doch nicht die Frau, die Sie sich erhofft hatten. Hm.
Den können wir jetzt fragen. Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Er ist abgesperrt. Dominos Tür ist verschlossen. Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren! Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen! In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hat ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich ihr machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppel-Endticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draus. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit Ihnen und bleiben Sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit Ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Ich kann da draußen niemanden sehen. Aber wir können Kaffee machen. Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Okay. Philodent. Das ist für ein Zahnarzt. Hey, ist da jemand? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist da? Ich bin du. Oder besser, ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich ich. Also verschwinde. Lass mich hinaus. Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Weißt du, wohin sich das Management stecken kann? Du musst dich schon mehr anstrengen, Manuel. Die Loyalität eines Mannes bestimmt sein Schicksal. Okay. Meine Loyalität gehört noch immer der DOD, ob du es glaubst oder nicht. Braver Junge. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Einstellung noch früh genug hier rauskommst. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Hey, Wache! Wie fühlt sich mein kleiner Graf von Monte Cristo? Nein, im Ernst. Wer bist du? Ich bin ein Mitgefangener, mein Freund. Kann sein, aber deine Zelle ist viel größer als meine, Kumpel. Hör mal, Amigo, du musst mir jetzt die Tür aufmachen. Wenn du immer noch dazugehörst. Roll dich auf den Rücken, zieh den Schwanz ein und wimmere die Firmenhymne. Ja, ja, ich weiß schon. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ich werde das Erste der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones, mit Gast. Wohin bringst du mich? Okay. Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS?
Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Okay. Das kenne ich jetzt gar nicht. Wusste ich gar nicht mehr.